Herr Professor Dr. Bö, in der Praxis hört man immer wieder viele Klagen, die Immobilien zu teuer eingekauft haben, teilweise auf Empfehlung von Banken, und dass jetzt die ganzen Forderungen der letzten Jahre verjähren. Kann man überhaupt Immobilien zurückgeben oder gegen Banken vorgehen, wenn diese zu teuer waren? Also die Frage der Rückgängigmachung von solchen Immobilienkäufen stellt sich in der Praxis sehr häufig. Und tatsächlich ist es so, dass das eines der schärfsten Argumente ist, um gegen Banken vorzugehen, aber nicht nur gegen Banken, sondern auch gegen Käufer. Das funktioniert in einem Klageverfahren relativ einfach. Man lässt einen Sachverständigen, Gutachter prüfen, wie hoch der damalige Immobilienwert gewesen ist. Und wenn der damalige Wert mindestens 100% unter dem damals gezahlten Kaufpreis gelegen hat, dann hat man ein Rückgaberecht. Das gilt auch gegenüber Vermittler oder nur gegenüber Banken und Verkäufer? Man muss hier zwei Varianten unterscheiden. Grundsätzlich richtet sich ein solcher Anspruch gegen den Verkäufer und beruht darauf, dass der Immobilienkauf sittenwidrig gewesen ist. Das heißt, der Käufer wurde hier sozusagen übervorteilt. Wenn nachgewiesen werden kann, dass beispielsweise die beratende Bank oder ein anderer Anlageberater Kenntnis hatte von diesem Schrottwert der Immobilie, dann kann das sogar einen Schadenersatzanspruch begründen und dann kann man auch ihm gegenüber diesen Anspruch geltend machen. Wie lange kann man die Ansprüche rückgängig verfolgen? Muss man da innerhalb der letzten 3 Jahre vorgegangen sein oder in welchem Zeitraum muss die Immobilie gekauft worden sein? Also grundsätzlich richtet sich die Klagemöglichkeit nach der allgemeinen Verjährung 3 Jahre ab Kenntnis des Anspruches. Und hier haben Käufer einen sehr guten Vorteil, denn die Kenntnis von diesem fehlenden Wert wird erst relativ aktuell eingetreten sein, beispielsweise wenn ein Rechtsanwalt diesbezüglich berät oder ein Gutachten erstellt wird. Dann kann ab diesem Zeitpunkt die 3-Jahresfrist laufen und man kann klagen. Man muss nur einen Fall besonders berücksichtigen, und zwar alle Kaufverträge, die vor 2002 geschlossen worden sind, die müssen dieses Jahr noch geprüft und nachverfolgt werden. Ansonsten sind diese Ansprüche verjährt. Also die Prüfung reicht doch wohl nicht aus, damit der Anspruch nicht verjährt. Man muss doch mehr machen. Es reicht ja nicht aus, man geht zum Anwalt und lässt den Anspruch nur prüfen. Muss man nicht mehr machen diesem Jahr noch? Also man muss definitiv für solche Altfälle oder für Fälle, wo die 3-jährige Verjährungsfrist auszulaufen droht zum Jahresende, natürlich verjährungshemmende Maßnahmen ergreifen. Das wird in der Regel ein Klageverfahren sein. Das heißt, man muss dieses Jahr sicher noch die Klage einreichen. Reicht ein Mahnbescheid auch aus? Man kann einen Mahnbescheid einreichen. Hier wird man aber in der Praxis das Problem haben, dass ein Klageantrag ja darauf lauten wird, Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückübertragung der Immobilie. Das lässt sich in einem Mahnbescheid nur sehr schwer fassen. Sie sprechen immer wieder von 3-Jahre-Frist. Also nehmen wir an, ich habe vor 20 Jahren eine Wohnung gekauft in Nürnberg oder in Hof und die war völlig überteuert. Mir wurde vorgegaukelt, die Wohnung hätte eine Traumrendite. Der Bank-Sachbearbeiter sagt, das wäre also wirklich das Nonplusultra. Und dann stelle ich fest, heute, nach 20 Jahren, dass damals schon die Wohnung überhaupt völlig wertlos war, dass eine Insolvenz war, nur als Muster, und dass die Bank, weil der Bank-Sachbearbeiter oder oftmals erleben wir auch Bausparkassenbearbeiter, dass der mich damals getäuscht hat. Kann ich dann heute noch vorgehen? Auch dann können Sie heute noch vorgehen. Erst recht können Sie vorgehen, weil Sie ja diese Täuschung erst aktuell erkannt haben. Und dann haben Sie sicherlich gute Möglichkeiten, sowohl die Immobilie zurückzugeben, als auch Schadenersatz zu verlangen. Was kann ich denn machen, wenn ich der Einzige bin, der verhandelt habe und ich klage dann? Dann bin ich auch bei Gericht, habe ich ja keinen Zeugen. Was kann ich denn dann machen? Da gibt es eine prozessuale Möglichkeit, die sogenannte Abtretungsvariante. Das heißt, Sie müssen hier erreichen, dass Sie einen anderen Kläger finden, sodass Sie als Käufer Zeuge sein können. Das geht ganz einfach mit einer privatschriftlichen Erklärung, die ein Rechtsanwalt vorbereiten kann. Und dann könnte beispielsweise Ihre Ehepartnerin oder ein Kind oder ein Verwandter als Kläger auftreten. Der bekommt dann diese Forderung abgetreten und Sie können als Käufer im Verfahren als Zeuge aussagen. Ja gut, da habe ich jetzt noch eine Frage. Wenn ich jetzt an meine Schwiegermutter oder an meinen Bruder oder Freund die Forderung abtrete, dann haben die oft Angst, auch bei Gericht zu erscheinen. Müssen die dann, wenn sie jetzt als Kläger auftreten, auch bei Gericht erscheinen? Oder gibt es da auch eine Möglichkeit, dass ich das verhindern kann? Also diese Person, die dann formell als Kläger auftritt, muss definitiv nicht bei Gericht erscheinen. Es ist ohnehin ein formelles Anwaltsverfahren. Das heißt, es genügt in der Regel, dass der Rechtsanwalt für Sie auftritt als Käufer. Es kann sein, dass das Gericht das persönliche Erscheinen der Partei anordnet, aber für diesen Fall gibt es die sogenannte Parteivollmacht. Das ist eine normale Erklärung und mit dieser Parteivollmacht erhält der Anwalt die Möglichkeit, ohne seinen Mandanten, also ohne den Kläger aufzutreten, und das genügt bei Gericht. Ach ja, das ist gut. Dann habe ich also erstmal die Möglichkeit, ich kann die Forderung abtreten, damit ich Zeuge machen kann. Und ich kann jemand Fremdes
letztendlich den Prozess führen lassen. Allerdings muss ich natürlich auch klären, wer die Prozesskosten bezahlt. Kann ich dann denjenigen irgendwie absichern durch eine Vereinbarung, dass er nicht mit den Prozesskosten hängen bleibt? Also ist es so, dass man im Rahmen dieser Abtretungserklärung die Kostenfrage natürlich regelt. Das heißt, es sollte in der Praxis immer so sein, dass der eigentlich wirtschaftlich interessierte Käufer die Kosten übernimmt. Und es gibt natürlich weitere Möglichkeiten, die Kostentragung zu regeln. Beispielsweise, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, die diesen Fall übernehmen würde. Oder man fragt gegebenenfalls bei einem Prozess Kostenfinanzierungsunternehmen an. Gibt es Rechtsschutzversicherungen, die diese Altfälle übernehmen? Und welche Art von Versicherungen sind das? Also ganz besonders wichtig bei Rechtsschutzversicherungen ist, dass sie einen sogenannten Vertragsrechtsschutz haben. Und bei einem sogenannten Vertragsrechtsschutz kann es, wenn sie allgemeine und vor allem alte Rechtsschutzbedingungen haben, vor 94, kann es sein, dass diese Versicherung dann auch die Klagekosten übernehmen muss. Weitere Informationen zu diesem Thema und vielen anderen interessanten Themengebieten finden Sie in den Broschüren des Alexandra Verlags.